Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Herr Katsidis, ich muss ehrlich sagen, ich fand Ihre Rede wirklich schwer zu ertragen, dass Sie jetzt hier eine sachliche Debatte anmahnen, dass Sie sagen, wir müssten gemeinsam vorgehen. Ja, das hätten wir uns in den letzten Monaten gewünscht. Das ist aber leider an Ihnen gescheitert. Und ich hab Herrn Reul gestern im Telefonat die Zusammenarbeit auch angeboten, und dazu stehe ich auch und stehe da sehr gerne zur Verfügung. Denn in den vergangenen Monaten und Jahren sind so viele Fälle von Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei bekannt geworden, dass man schon lange nicht mehr von Einzelfällen sprechen kann. Und ich will hier noch mal so ein paar Beispiele nennen, die allein in diesem Jahr bekannt geworden sind. Mindestens 21 Verdachtsfälle bei der NRW-Polizei. Der Fall eines Verwaltungsmitarbeiters bei der Polizei in Hamm, der rechtsterroristischen Gruppe Werner S. zugerechnet wird. Die beiden Beamten vor der Aachener Synagoge, die wegen Heil-Hitler-Rufen aus dem Smartphone ermittelt wurde. Und nun die Aufdeckung der Chatgruppen. Und wie gesagt, die Liste ist noch nicht einmal vollzählig. Und ich will ganz klar sagen, damit das hier klar ist, die allergrößte Zahl der Polizeibeamtinnen und Beamten in unserem Land sind demokratisch und sind verfassungstreu. Und dennoch können wir bei diesen rechten Vorfällen schon lange nicht mehr von Einzelfällen reden. Offenbar, und ich finde, das muss man hier auch mal aussprechen, hat die Polizei ein strukturelles Problem. Und deshalb ist es gut, dass Sie jetzt endlich handeln, Herr Reul. Und wir Grüne haben in den vergangenen Jahren, spätestens nach dem Bekanntwerden des NSU-Verbrechens, immer wieder auf das Thema Rassismus in der Polizei hingewiesen. Und jeder weiß doch, dass, wenn rassistische Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft vorhanden sind, und das wissen wir aus der Forschung, dann machen diese Einstellungen doch nicht an der Behördentür Halt. Sie können aber, und das ist das Wichtige, rassistische Einstellungen können gravierende Auswirkungen auf die Ermittlungsarbeit der Polizei haben, und deshalb müssen wir da hingucken. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Katsidis und auch Herr Lürbke, ich habe hier Ihre Pressemitteilung gelesen, Ihre Betroffenheitsrhetorik, ja, die bringen Sie hier vor, und ich nehme Sie Ihnen auch in Teilen ab. Ich nehme Ihnen ab, dass Sie erschrocken sind, aber es ist halt das Gegenteil von dem, was wir uns in den letzten Wochen hier anhören mussten. Und ich finde, so ein bisschen mehr Selbstkritik würde Ihnen dann doch ganz gut zu Gesicht stehen. Und Herr Lürbke, ich will Ihnen hier auch noch mal sagen, wir haben hier in der letzten Sitzung vor der Sommerpause über diese Themen diskutiert, und da haben Sie mir noch gesagt, wir haben in Nordrhein-Westfalen kein Problem mit Rassismus in der Polizei. Können Sie nachlesen, im Protokoll vom 25.06. steht es drin. Also, Herr Lürbke, kein Problem mit Rassismus in der Polizei. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Rede. Und Herr Lürbke, Herr Katsidis, Herr Gollans, ich werfe Ihnen persönlich überhaupt nicht vor, dass Sie verantwortlich für diese Fälle sind. Aber, was ich Ihnen vorwerfe, ist, mit ihren reflexhaften Zurückweisungen, die wir hier jedes Mal gehört haben, wenn Kritik vorgetragen wurde, mit diesen reflexhaften Zurückweisungen tragen Sie Verantwortung dafür, dass zu lange nicht über Rassismus und Rechtsextremismus diskutiert wurde. Und ich werfe Ihnen auch vor, dass Sie es nicht zugelassen haben, dass es in dieser Polizei eine gesunde, eine konstruktive Fehlerkultur nach vorne gibt. Und das ist auch keine Debattenkultur. Und wir sehen es ja schon wieder, dass es keine Debattenkultur zu diesen Themen hier im Plenum gibt. Und ich finde, das müssen Sie sich anhören lassen. Aber, und wie gesagt, ich habe dem Minister ja durchaus auch die Zusammenarbeit angeboten, natürlich müssen wir jetzt nach vorne schauen, endlich. Und klar ist, und das wurde hier schon oft gesagt, Rassismus und Rechtsextremismus haben in der Polizei nichts zu suchen. Die Polizei muss die Sicherheit aller Menschen gewährleisten. Sie darf keine Unterschiede bei den Bürgerinnen und Bürgern machen. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf die Polizei verlassen können, unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion. Und deshalb steht natürlich jetzt an erster Stelle die Aufklärung, und es müssen viele Fragen beantwortet werden. Wie viele Personen waren denn tatsächlich an diesen Chats beteiligt? Warum, und ich glaube, das ist die zentrale Frage, warum sind die mitlesenden Kolleginnen und Kollegen eigentlich nicht eingeschritten?
Gibt es Verbindungen zum organisierten Rechtsextremismus, zu rechtsextremen Mischszenen? Wurden von diesen Personen unberechtigte Datenzugriffe getätigt? Ich will mal an NSU 2.0 erinnern. Und da es in der Vergangenheit in Essen leider immer wieder zu bei vereinzelten Polizeieinsätzen zu Rassismusvorwürfen gekommen ist, wir haben das ja im Innenausschuss thematisiert, auch das wollte die Koalition ja nicht hören, aber wenn man sich das jetzt noch mal anschaut in der Rückschau, dann stellt sich schon die Frage, und das muss geklärt werden, auch um das Vertrauen in die Polizei zu stärken, ob diese Beamtinnen und Beamten aus diesen Chats an diesen Einsätzen beteiligt waren. Und ich finde die Aufklärung, um das noch mal klar zu sagen, ich finde die Aufklärung so wichtig, damit das Vertrauen in unsere Polizei gerade in Migranten-Communities, in Communities anderer gesellschaftlicher Minderheiten nicht verloren geht. Und deshalb, ja, Herr Reul, deshalb unterstützen wir durchaus die Einrichtung der Sonderinspektion. Aber diese Fragen, die gehören jetzt geklärt. Und wir Grüne haben durchaus noch weitere Forderungen. Ich bin gespannt, Herr Katsidis, ob Sie sich die dann irgendwann auch noch mal angucken werden oder ob noch mehr passieren muss. Das werden wir sehen. Aber wir haben noch weitere Forderungen. Erstens das Thema Extremismusbeauftragte. Das war ja ein Schritt nach dem Fall in Hamm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, es reicht aber nicht, dass diese Extremismusbeauftragten nur Hinweise von offensichtlich rechtsextremen Bezügen sammeln. Also dann, wenn sich Einstellungen schon zu einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild verfestigt haben. Wir müssen früher ansetzen. Es geht auch um Rassismus. Es geht um menschenverachtende Einstellungen. Auch die gehören nicht in unsere Polizei. Und diese Beauftragten müssen auch im Sinne eines Frühwarnsystems ansprechbar sein. Und diese Extremismusbeauftragten sollten auch dauerhaft in den Behörden über rassistische, über antisemitische, über andere menschenverachtende Einstellungen aufklären und damit auch dazu beitragen, dass Polizistinnen und Polizisten die Haltung an den Tag legen, die wir uns von ihnen wünschen, dass sie bei solchen Chats, bei solchen Inhalten eingreifen und sie melden. Und zweitens, wir brauchen mehr Studien und Untersuchungen. Ja, es ist richtig so, aber den Vorschlag haben wir gemacht im Innenausschuss, dass man das Aufgabenspektrum der Extremismusbeauftragten erweitert. Es ist nicht gemacht worden. Und Sie schauen immer auf den Rechtsextremismus. Ich habe das Gefühl, dass Sie da ehrlich gesagt auch vielleicht noch ein bisschen, wie ich das sage, sich die Definition noch mal angucken sollten. Nicht jeder Rechtsextremist ist ein Rassist, aber nicht jeder Rassist ist ein Rechtsextremist. Und wir dürfen nicht nur auf den Rechtsextremismus, also dann, wenn sich ein Weltbild verfestigt hat, nicht nur darauf gucken, sondern wir müssen auch darauf gucken, wenn es rassistische Einstellungen gibt, wenn es Diskriminierung gibt. Auch dahin müssen wir gucken, weil das eben zu Rechtsextremismus führen kann und weil auch das in einer Polizei nichts zu suchen hat. Und deshalb müssen Sie hier rangehen und auch das Aufgabenspektrum erweitern. Und zweitens, wir brauchen mehr Studien, wir brauchen mehr Untersuchungen. Noch im Sommer, Sie alle haben es ja wahrscheinlich noch im Ohr, hat Bundesinnenminister Seehofer gesagt, also Racial Profiling, nee, also das ist verboten in der Polizei, das gibt es nicht. Ja, das hat Herbert Reul dann leider so wiederholt, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich finde es schade, dass Nordrhein-Westfalen nicht die Chance genutzt hat, nicht zum Thema Racial Profiling, das finde ich gar nicht so spannend, aber dass sie nicht die Chance genutzt haben, mal eine eigene Studie durchzuführen zum Thema verfassungsfeindliche, antidemokratische, menschenverachtende Einstellungen in der Polizei, zu Einstellungsmustern. Und das brauchen wir meines Erachtens dringend, denn wir brauchen valide Fakten. Wir brauchen Fakten, um darüber diskutieren zu können, welche Einstellungen es gibt. Und ich glaube im Übrigen auch, dass es eine Entlastung für all die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sein kann, die jeden Tag unsere Demokratie und unsere Grundrechte verteidigen. Und es gibt ja eine Studie. Es gibt ja die Studie Umfelder der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, als sie noch so hieß. Die hat einen wichtigen Beitrag geleistet zum Thema Aus- und Fortbildung. Die hat nämlich festgestellt, dass Vorurteile während des Polizeistudiums abnehmen. Offenbar haben wir ein so gutes Studium und so gute Inhalte, dass Vorurteile während des Studiums abnehmen. Aber wenn dann die Polizeibeamtinnen und Beamten aus dem Studium kommen, in den Wach- und Wechseldienst gehen, dann nehmen diese Einstellungen zu. Und das ist doch ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir mehr in Fortbildung, mehr in Supervision investieren müssen. Und leider, wir haben es aufgerufen im Innenausschuss, das hat mir wieder leider niemanden interessiert. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Innenministerium die Studie nicht sonderlich ausgewertet hatte. Aber das muss doch jetzt passieren. Wir müssen doch da jetzt ansetzen. Und wir brauchen mehr im Bereich Aus- und Fortbildung. Und dritter Punkt, das Thema
Einrichtung einer unabhängigen Stelle, eines unabhängigen Polizeibeauftragten in Nordrhein-Westfalen. Die Grüne haben hier einen Gesetzentwurf zur Abstimmung gestellt im Juni diesen Jahres. Leider haben CDU, FDP und AfD die Einrichtung verhindert. Und natürlich, und dessen bin ich mir auch bewusst, natürlich kann so ein Polizeibeauftragter nicht alle Probleme in der Polizei lösen. Und das behaupten wir auch nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass solche Stellen, die sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Polizeibeamtinnen und Beamte ansprechbar sind, dass sie einen Beitrag leisten können für eine bessere, eine konstruktive Fehlerkultur in der Polizei. Und dass sie diese Stelle abgelehnt haben, das kann ich mir ehrlich gesagt nur aus ideologischen Gründen erklären. Ich finde das sehr schade. Und ich hoffe wirklich sehr, auch wenn diese Debatte heute vielleicht ein bisschen kontrovers war, und das muss auch mal sein, gerade in diesem Thema, wo so lange nichts passiert ist, muss das auch mal sein. Aber ich hoffe wirklich sehr und ich setze darauf, dass die Scheuklappen jetzt endlich bei Ihnen abgelegt werden und lassen Sie uns dann wirklich gemeinsam auf das Problem Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei schauen. Lassen Sie uns gemeinsam geeignete Maßnahmen ergreifen. Und das wäre im Sinne der Menschen in unserem Land. Und das ist auch im Sinne der Mehrheit der Polizeibeamtinnen und Beamten, die auf dem Boden unserer Verfassung stehen, unsere Grundrechte verteidigen und tagtäglich einen guten Job machen. Vielen Dank.